Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video von Magic the Gathering, und zwar aus der neuen Edition Shadows over Innistrad, die Deck Builders Toolkit Edition. Genau, 285 Karten, das Ganze für rund 15 Euro, was wieder von den anderen Toolkits ja auch bekannt ist. So ein Pack enthält und Länder und sowas. Und da gucken wir jetzt einmal rein. Mal sehen, was uns hier erwartet. Ganz nett sind halt auch die Boxen an sich, die auch super sich eignen, um irgendwie Länder oder irgendwie Karten aufzubewahren. Und dann ist das gute Stück auch schon auf. Wir holen einmal alles raus. So und so, das kommt weg, und hier haben wir die schöne Box nochmal. Die packen wir wieder zusammen und stellen die erstmal hier oben hin. Das Ganze auf der neuen Shadows over Innistrad Playmate, Dance of the Wolves, was ich besonders schön fand und es doch dann den Weg zu mir nach Hause geschafft hat. So, wir legen los. Was haben wir hier? Hier haben wir verschiedene Packs wieder. Eine Rule Reference Card, die braucht kein Mensch. Dann ein Poster. Was haben wir da drauf? The Five Colors. Nochmal alles einmal so ein bisschen erklärt und ergänzt, was jetzt in dieser Edition dann wichtig ist, wie man ein Deck baut. Das übliche. Braucht man jetzt auch nicht unbedingt als erfahrener Spieler, aber das Ganze richtet sich ja auch an Anfänger häufig. Na, so, ach egal, komm. So, und dann haben wir noch vier Booster drin, und zwar zwei von Innistrad und zwei von Battle for Zendikar. Die Booster machen wir zum Schluss aus. Wir starten jetzt hier mit den Ländern, so sieht es aus. Schauen wir einmal kurz rein. Alles Basic Lands in allen Artworks. Auf jeden Fall kriegt man hier einen guten Schwung Basic Länder. Das schon mal dazu. Dann packen wir als nächstes hier aus. Das scheinen Non-Basic Lands zu sein. Mal sehen, was sich da drin noch verbirgt. Und zwar Unknown Shores. Genau, was wieder add one colorless mana to your mana pool, und wo man das dann ändern kann. Ah ja, und dann gibt es hier Serene Stewart, Malakia Famila, Zulaport Cutthroat, Allied Reinforcements. Wobei das jetzt ja auch von hier Gatewatch ist, oder? Das ist jetzt Zendikar, wenn ich mich nicht irre. Das müsste doch Gatewatch sein. Also auch hier, hier ist nochmal eine Innistrad-Karte. Grotesque Mutation. Unknown Shores wieder. Das wiederholt sich dann auch. Bloom Window. Genau, wir gehen einmal durch. Das sind alles Uncommons und Commons. Darum gehen wir dann die Rares nachher nochmal neu durch. Jo, das waren die. Dann haben wir hier, was ist das? Mal schauen. Geht es dann da weiter? Ah ja, hier sind noch so ein paar von den Doppelländern. Das ist auch immer ganz nice. Ich glaube, das ist die mit dem besonderen Artwork, ne? Genau, diese Doppelländer, die getappt reinkommen ins Spiel. In allen möglichen Farbkombinationen. Die sind ziemlich praktisch, ziemlich nett, finde ich. Und noch Basic Lands. Okay, einen ganzen Schwung. Alles klar.
Die wollte ich eigentlich eben als zweites erwischen, aber egal. So, dann kommen wir zu dem wichtigsten Pack, die Rare-Karten. Und schauen wir mal, was wir da so haben. Haben wir den Aegis Angel. In der Special Promo 16 Edition. Ich weiß gar nicht, war da bei Origins auch. Sphinx of the Magossi. Flying 6-6 für 6 Mana. Draw a card, then put a +1/+1 counter on Sphinx. Aha, okay. Und das bekannte Nightmare. Wieder in einer Sonderedition. Der Shivan Dragon. Soul of the Harvest. Der Sarah Angel. Das sind halt so diese Basiskarten, die aus den Core-Sets immer wieder übernommen werden. Alle in dieser 16er Edition. Stasis Snare. Okay. Marked by Honor. Angelic Gift. Cliffside the Lookout. Gideon's Reproach. Inspired Charge. Das sind ja jetzt alles Commons wieder. Hier sind noch ein paar Uncommons. Air Seventh. Must pour over the pages. Okay. Gehen wir einmal durch. Hier sind wieder Commons. Das ist jetzt nach Farben sortiert. Der Sengir Vampire hat es auch wieder reingeschafft. Zulaport Cutthroat. Und dann wieder ein paar Comments. Aber hier sind dann auch viele Innistrad-Dinger bei. Can of Flame. Can of Flame. Did one damage to target creature or player, 2 damage to another target creature or player and 3 damage to third target creature or player. Das ist cool für 5 Mana. Die ist man gar nicht so schlecht. Lightning Axe, auch sehr schön. Für einen Mana 5 Schaden, wenn man eine Karte noch mit abwirft. Kann man machen. Dann sind hier auch wieder Commons und da fehlt noch Grün. Da haben wir Incredible Growth. Gar nicht schlecht. Pack Guardian, Oakenform, Lifespring Druid, Oren Reef Invoker. Okay. Das sind dann wieder die Commons. Ja, Uncommon Artifact, Chitinious Cloak. Equipped Creature gets +2/+2 and has Menace. Menace heißt, kann nur geblockt werden von 2 oder mehr Kreaturen. Und noch Evolving Lands zum Schluss. Ja, das war das Deckbuilder Toolkit. Soweit. Jetzt gehen wir noch an die Booster und schauen mal, was wir da so Interessantes kriegen. Und zwar, machen wir es diesmal anders, wir gehen von hinten. Dann haben wir nämlich, was ist das? Ach, so eine Platzhalterkarte hier, Spirit Token, und auf dem besonderen Platz haben wir sogar eine Artefaktkreatur. Für 1 Mana, 2/2 Defender und für 6 Transform. Und dann wird das Stone Wing and Turgenizer. Ein Gargoyle Horror. 4/2 fliegend. Gar nicht so schlecht jetzt. So, dann nehmen wir die 4 nach vorne und fangen mit den Common Cards an. Vessel of Malignity. Fork in the Road. Vordaren Duelist. Intrepid. Was? Intrepid Provisionär. Oder so. 4 Mana, 3, 3. Okay. Und Warped Landscape. Auch nicht schlecht. Und Moorland Drifter. Vessel of Paramnesia. Vessel of
Ephemera. Silberlin Snapper. Und die Rare ist Silver 4 Partisan. Und die drei Uncommons: Tenacity, Assassin's Flux und Moonlight Hunt. Sehr schön. Das waren die. Und auf zum nächsten Booster. Das zweite von vier in diesem Toolkit. Und wir schauen uns erstmal wieder die hinteren an. Eine Zombie-Token, ein Plane und als besondere Flip-Karte wieder den Convicted Killer. Für 3 Mana, 2/2 at the beginning of each upkeep, if no spells by cast last turn, transform it. So, und dann wird er zum Brandon Howler, zu einem Werwolf. Sehr gut. So, dann nehmen wir die wieder weg und die nach hinten. Oder, warte mal, jetzt wollen wir mal eben gucken. Ist das jetzt die Rare? Ich wollte die Rare als letztes haben. Genau, so machen wir es. Soll ja ein bisschen spannend bleiben. BY Korea. Sanjuri Mage. Vessel of Malignity. Sanitarium Skeleton. Shard of Broken Glass. Intrepid Provisioner. Silent Observer. Oh, 1/5 Fliegen. Nicht so schlecht. Inquisitors Ox. 2/5. Krass. Seltene Zahlenkombination. Sleep Perilous. Wenn Sleep Player in das Battlefield tap, enchanted creature doesn't untap. Ah, cool. Nicht schlecht. Dann sind wir jetzt bei den Uncommons. Indulgent Aristokrat. Vampir 1/1. Aha. Lifelink. Auch schön. Lightning Axe. Immer gut. Haunted Cloak. Und die Rare ist ein Land. Choked Estuary. As Choked Estuary enters the battlefield, you may reveal an island or swamp card from your hand. If you don't, Choked Sanctuary enters the battlefield tapped. Und ansonsten ist es ein Doppelland. Sehr schön. Das war das zweite Shadows over Innistrad Booster. Dann schauen wir uns mal die Zendikar Booster noch an. Mal sehen, was wir da noch so rauskriegen. Achso, machen wir auch wieder so. Einmal den Token. Das Land und die... Oh, 2 Rare diesmal. Warte mal. Mal gucken. Oh ne, diesmal keine Special Karte. Okay, dann... So. Silent Skimmer. Evolving Wilds. Ja, die kann ich auch schon nicht mehr sehen. Wave Wing Elemental. Tajuru Beastmaster. Okay. Score from Existence. Nettes Artwork. Sehr schön. Angelic Gift. Outnumber. Plummet. Sludge Crawler. Merc Strider. Und, ne, die letzte kommen, oder? Ne, ankommen doch, stimmt, kommt ja noch die Rare dazu. JD Offshore. Unified Front. Grip of Desolation. Und die Rare ist... Smothering Abomination. Ein Eldrazi, 4 Mana.
4-3, Devoid, Flying at the beginning of your upkeep, sacrifice a creature. Whenever you sacrifice a creature, draw a card. Naja, geht so. Und das letzte Zendikar Booster. Ich bin gespannt, was werden wir drin haben. Einmal wieder eine Werbekarte, ein Spam, oh, noch nicht mal ein Token. Und dann gucke ich nochmal. Machen wir das hier einmal eben kurz so, genau. Und dann haben wir das wieder spannend sortiert. Stone Fury. Smite the Monstrous. Oh, die ist cool. 4 Mana, Destroy Target Creature with Power 4 Greater. Die ist lustig. Courier Griffin. Auch ein schönes Artwork eigentlich. Nett aus. Was haben wir hier? Makindi Slide Runner. Lumanzas Focus. Boiling Earth. Tajuru Stalwart. Myers Malice. Auch cool. 4 Mana. Target Opponent discards 2 cards. Nett. Korallhelm Guide. Neuer Meervolk. Interessant. Target Creature can't be blocked this turn. Oh, aber für 5 Mana. Das ist natürlich schon teuer, ne? Plummet. Und wir sind bei den Uncommons. Coastal Discovery. Deathless Behemoth. Eldrazi, 6-6 für 6 Mana, Vigilance, sacrifice 2 Eldrazi Skions, return Deathless Behemoth from your graveyard to your hand, activate this ability only anytime you could cast a sorcery, also im eigenen Zug. Nett! Und die letzte Ankammer ist Zulaport Cutthroat. Ah ja, auch nicht schlecht. Und als Rare haben wir im letzten Booster des Zendikar, Shadow over Innistrad Toolkits, aber im Zendikar Booster haben wir, was ist das? Wasteland Strangler. 3 Mana, 3-2, Eldrazi Prozessor. This card has no color. When Wasteland Strangler enters the battlefield, you may put a card an opponent owns from exile into that player's graveyard. If you do, target creature gets -3/-3 until end of turn. Okay, da braucht man dann ein Deck mit einer besonderen Taktik, damit das wohl gut funktionockelt. Alles klar, das war das Deckbuilder-Toolkit von Shadow over Innistrad. Ich finde, ja, es ist in Ordnung für 285 Karten, für, was waren das jetzt, 15, 16 Euro. Das ist in Ordnung. Allerdings muss ich sagen, obwohl ich sage das immer, aber ich kaufe sie trotzdem. Wenn man denn mit Magic schon so ein bisschen zugange ist, ist der Nutzen aus diesen Boxen relativ gering. Also dann an Anfänger würde ich das schon sagen. Allerdings kann man jetzt bei dem Preis auch nichts falsch machen und ich kaufe es immer, weil vielleicht ist ja irgendwas mal drin, was nur da drin ist und dann ist das ja gar nicht schlecht, sowas mal zu haben. Aber auf jeden Fall schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich wieder irgendwas unboxe zu Magic. Bis dahin, bleibt mir treu, euer Tito.